Hallöchen Freunde und ein herzliches Willkommen zurück zu Fallout 4. Ja, wir wollten das Holoband anhören. Inventar. Oder diverses, ne? Toaster. Hey, Schatz. Ups. Mein kleiner Finger weg. So ist's richtig. Und jetzt sag's. Da hinein. Na los. Genau. Hallo, Schatz. Hör zu, ich glaube, Sean und ich müssen dir nicht sagen, was für ein toller Vater du bist. Aber wir machen es trotzdem. Du bist nett und liebevoll. Und lustig, ja. Ganz genau. Und geduldig. So geduldig. Echte Engelsgeduld, wie meine Mutter immer gesagt hat. Jetzt mit Sean, wo wir alle zu Hause sind. Das war wirklich ein wundervolles Jahr. Aber ich weiß, dass unsere besten Zeiten noch vor uns liegen. Es wird sicher Veränderungen geben. Dinge, an die wir uns gewöhnen müssen. Du wirst wieder ein ganz normaler Zivilist. Und ich staube mal mein Jura-Diplom ab. Aber bei allem, was wir tun, ganz egal wie schwer es auch wird, wissen wir immer, dass wir es gemeinsam als Familie tun werden. Und jetzt sag auf Wiedersehen, Sean. Tschüss. Sag tschüss. Bis dann, Schatz. Wir lieben dich. Ja, das ist das Einzige, was von meiner Frau und von meinem Sean übrig bleibt. Ja, dass du verbessern möchtest. Intelligenz. Ich komme, Kumpel. Ja. Ich hole dich, mein Schatz. Ich hole dich. Ich werde dich finden. Muss mal ganz kurz gucken. Hilfsmittel, Kleider. Ehering habe ich an. Brille kann ich anziehen. So. Smoking. Wie sehe ich denn aus mit dem Smoking? Das sieht ein bisschen neutral aus. Ja, ich wollte mal gerne so Kinder heute lernen wir was über Erdkunde. Setzt euch bitte alle hin. Mein Name ist Jeffrey. Nein. Sieht aus wie ein bisschen lehrermäßig so. Ja, ich bin jetzt der französische Lehrer, Aushilfslehrer. Heute lernen wir was über Frankreich. Ne? Gott, das ist...
Habe ich keine anderen Anzeichen dabei? Die Polunde passt nicht. Ich werde mal bei der sauberen Sachen hier suchen. Ja, die Mütze muss. Mütze wird es weg. So. Theoretisch kann ich ja, ich komme hier wieder zurück. Transfer. Und zwar meine Kleidung kommen. Ehering bleibt immer dabei. So, der muss mit. Auch wenn er 1000 Kilo wiegt, der muss immer mit. Das ist der Ring meiner Frau. So, verlassen. Auch, Gottes Willen, vergessen. Ja. Dann wollen wir mal weiter schauen. Schauen sag ich hier. Kurz auf. Okay. Hier haben die Nachbarn gewohnt. Hallöchen. Schnell! Geht gar nicht. So. Oh, Kaffee. Nice. Schließen wir die Tür. Badewanne, da-dam, X. Gar nichts hier drin. Hm. Oh, ein Pinöpel. Leider schon hier draußen. Das war einmal unser Garten. Ne, bei uns waren wir schon, ja. Mit. Lass mich ruhig hier. Hier haben wir die Spielwiese. Lecker. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Ja, bis jetzt haben wir noch keinen. Eine Post hier, Mensch. Und dann? Hallo? Kakerlake entweicht mir nicht. Bleibt hier.
So, das nehmen wir auch mit. Was wollen wir denn noch? Achso, ja, ja. Oh, lecker. Good cherry. Nice. Zigarre, da sage ich nicht nein. Nix mehr. Das wär's. Hellbrauner Anzug. Ja. Nehmen wir mit. Ja, hier. Oh, süß. Cool. Schauen Sie gerne mit. So, da haben wir das auch durch. Also, Briefkasten. Ja, das geht nicht mehr. Und gucken. Theoretisch. Wo leuchtet es? Wollte ich denn sagen? Achso, theoretisch mussten die ja eigentlich schon mit Kronkorken früh bezahlt haben. Oh, schon wieder. Passwort erforderlich. Das Passwort mal schauen. Vielleicht schaffen wir das ja. Hacken. Wähle im Maus ein mögliches Passwort. Ja, okay. Also. Use Bones. Ah, bin so ein bisschen müde. Mint. Mint. Zugang verweigert. Treffer 1. Eins. Das kann nicht sein. Doch, das kann es N sein. Das kann gar nicht sein. Was könnte das I? Also entweder ist es das I. Treffer 3. Treffer 3. War es das I gewesen, richtig? Dann ist es ah, hier ist noch mal welche. Kra. Dies. Alice war es nicht, dann ist es Thies. Nein. Hab ich gar nicht gesehen. Sanctuary Hills. Glück ist unser Geschäft. Er ist völlig mit den Nerven. Er ist völlig mit den Nerven fertig und muss sich dringend entspannen. Das sage ich ihm schon die ganze Zeit. Und biete ihm sogar Hilfe an, aber bis jetzt keine Chance. So wie er aussieht, behandelt er sich selbst mit seiner eigenen Kuchendiät. Das ist cool. Kuchendiät ist immer schön.
Es kommt drauf an, was im Kuchen drin ist. Baker. Der beste Scheißjob mit Aluhut. Bringt Kohle für 7 Ampullen. Daytripping. Die Woche auch, okay. Pfeift sich bestimmt jeden Tag ein rein. Alles, was recht ist, um in die Gänge zu bekommen. Los. Versuche immer noch, hier etwas Waff auch zu besorgen. Hätte nicht erwartet, dass es von der Rationierung betroffen ist. Aber es ist, wie es ist. Er ist scharf auf einen Stoff, der sich Psycho nennt. Keine Ahnung, ob es das Zeug wirklich gibt. Und falls ja, will ich wirklich, dass dieser Neandertaler es sich reinschmeißt. Ich schätze, alles hängt davon ab, wie viel er dafür hinlegen will. Ich fühl mal bei meiner Armee-Connection vor. Vielleicht bringend das ja was. Haben wahrscheinlich Geschäfte gemacht, die Leute hier. Russell. Komisch, wenn ich vorlese, dann werde ich mal so müde. Sie schulden mir noch immer Geld für die letzte Lieferung XL. Dabei bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob die wirklich für sie war. Denn so war mir Gott helfe, wenn ich rausfinde, dass sie diese Hunde aufgemotzt haben, werden wir über mehr reden müssen als die Kohle. Aber über das reden wir wohl sowieso schon hinaus. Ich weiß, dass sie einen Bodensafe da drin haben. Ich habe ihn gesehen, im großen Schlafzimmer unter der Kommode. Dürfte kein Problem werden, den zu knacken. Ist das jetzt die gewesen oder nicht? Concord. Chef. Zieht sich nach wie vor ein paar Daddy-O's die Woche rein. Ist zwar aber ein affektiertes pseudo-intellektuelles Arschloch, aber er zählt gutes Geld. Kinder sind eigentlich ein No-Go, aber dieses Mädchen hat einen gewissen Stil und sie will partout nichts einschmeißen. Immerhin, ne? Hat 20 Blutpakete bestellt für irgendeinen Halloween-Gag oder so. Oder sie ist wirklich ein Vampir? Was interessiert es mich, ist ja das Geld ihres Vaters. Okay. Er will Maddox. So viel ich kriegen kann. Hat mir nicht gesagt, warum. Geht mich ja auch nichts an. Bestimmt irgendeine langfristige Schmerztherapie. Ist er krank? Ich brauche nicht mehr Schlaf. Isaacs! Studenten am CIT. Daytripper, Excel und eine ganze Palette. Ja, Palette, Intense. Ich weiß nicht, ob er irgendwelche verrückten Experimente plant, das Zeug an die andere Eierköpfe verschenkt. Oder kurz vor einem Nervenzusammenbruch steht. Ist mir auch egal. Solange er gutes Geld zahlt, nehme ich immer gerne alles an. Junges Ehepaar? Walt. Junges Ehepaar. Holt sich jede Woche ein paar Daytripper. Kleine Menge. Coole Leute. Kein Problem. McDermott. Bulle. Thema. Schon ewig Buffout-Kunde. Hab allmählich Probleme mit dem Nachschub.
ist viele Jahre gut gelaufen. Ich hasse es, die Sache beenden zu müssen. Aber ich will nicht riskieren, dass er auf einmal gesetzestreue wird. Wenn er nicht kriegt, was er will, wäre sehr schlecht für mich. Plasky. Die alte Dame hat ihre Daddy-Umbestellung aufgestockt. Merkwürdig, aber profitabel. Boston. Ach, da waren wir schon. Boston. Entschuldigung. Was will ich? Malcolm. Potenzieller neuer Kunde in Shirtstown. Verlangt Maddox. Wirkt seltsam panisch. Vielleicht ein zu ehrgeiziger Bulle? Muss vorsichtig sein. Unterwäschenmodell von Brian Tree. Hübsch, intelligent, ziemlich durchgeknallt, hat immer nur Stimpaks bestellt. Mindestens 10 pro Woche. Meine Fantasie spielt verrückt. Ich weiß vielleicht, was gesund ist. Fotoband laden? Fotoband wählen? Achso, ja, okay, nein. Aha. Entsperren. Konnte ich das nicht hier entsperren? Was ist? Nee. Bombe entschärfen oder? Übergangslöser entschärfen. Wir machen das zuerst. Und dann das zuerst. Und dann knacken wir den noch. Nein! Wir knacken sie auch nicht. Schön. 10mm Pistole schon wieder. Und alles. Aber nicht der Safe, es war der andere Safe dann. Hinsetzen, da gehen wir durch. Mit X. Gleich reinpfeifen. Aus der World und gleich Augen nehmen. Nein. So was machen wir nicht. Das Zeug werde ich auch nicht anfassen. Das ist. Bis. Hey. So, ruhig du. Mistvieh. Was strahlt aber? Ja, ich weiß. Ist. Entschuldigung. Hm? Ach, hau nochmal eine. Halt. Schnauze. Wollen wir jetzt Essen machen? Herstellen. Mal schauen. Braten. Gebackene Bleefliege. Hm? Oh, lecker. Gebackene Bleefliege. Haben wir noch irgendwas? Red Kakerlake. So. So. Noch was? Können wir nichts mehr? Aufbereitetes Wasser. So, genau. Suppe. Boah, man kann leckere Sachen kochen, Mensch. Nice. Ja, haben ein bisschen was gemacht. Ein bisschen was rumgekocht hier. Das ist aber ein Anzug hier. Nee, überhaupt nicht. Finde ich ja gleich nochmal in der Wien. Irgendwas anderes anzuziehen oder sowas, mal schauen.
Komm mal hier rein. Oh, eine Milchflasche. Cool. Ab, Tür zu. Hier liegt nichts. Es ist alles hier schön ruhig hier. Oh, Dose. Nehmen wir mit. Wo kriegst du Geld? Also Radio mache ich bewusst nicht ein wegen der GEMA. Mal die Schlange da wieder zulegen. Deswegen lassen wir das mal aus. So. Das war Sanctuary Hills. Da gucken wir rein. So, guck mal, da drüben ist das. Ich hab's über das Haus gesehen. Da ist ein Lebliege. Ich bin jetzt ein bisschen vom Blechregen. Aber ich möchte ganz gerne wissen, wer da drüben wohnt. So ein bisschen neugierig. Mit. Ja, du lebst ja. Halt. Hat sie denn gelebt eben? Cool. Du hast auch noch was mitgenommen. Blümchen pflücken hier. So, oder der. Laborstation? Drogenfallen, Feuerwehr, Granaten, Heilung. Munition, Munition. Was? Das wusste ich nicht, ne? So, dann gehen wir jetzt auf die große Suche nach dem Ende. Ja, wir gehen zur nächsten Stadt, aber in der nächsten Folge, Freunde. Sieht richtig geil aus. Nice. Ja, Freunde, dann war es bis hierher. Ich versuche immer so eine halbe Stunde Folgen zu machen. Versuch, wohlgemerkt. Vielleicht manchmal weniger, mal schauen, je nachdem wie und was und wo. Ne? Alles klar, Freunde. Dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen von Fallout 4.